Oh, eine Blumenwiese. Ist sie nicht traumhaft schön? Oh. Hätte ich jetzt nur ein Feuerzeug dabei, hätten wir viele Farbstoffe. Und schon ernte ich einen bösen Blick von meiner rechten Seite. Lass die Blumen in Ruhe. Sonst hole ich mein Feuerzeug und mache roten Farbstoff aus dir. Blumen und Feuerzeug. Ja, ich könnte es doch einfach abkokeln. Mal gucken, was passiert. Aber genau den gleichen Gedanken wird meine bessere Hälfte wohl auch haben. Ich könnte dich einfach mal abkokeln. Mal gucken, was passiert. Da wird gar nichts passieren. Doch, es brennt. Ja, aber das ist auch das Einzige. Naja. Reicht doch. So, dann bin ich ja mal gespannt, was du davon hältst. Ja, du solltest dich schon mal drauf vorbereiten. Wenn es mir nicht gefällt, hau ich dir irgendwas auf den Kopf. Wenn dir es nicht gefällt, nimmst du deine Werkzeuge und machst es weg. Ganz einfach. Nein, ich hau dich. Und warum? Weil das Spaß macht. Oh. So, jetzt muss ich mal kurz hier so... Boah, ist das Link. Warum mache ich eigentlich das Mikrofon aus? Das hätte eigentlich jeder hören dürfen. So, jetzt kommt der spannende Moment. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Oh, lei, was ist denn das? Wow. Er hat gleich eine Axt in der Hand von wegen. Los, sag was. Ich spalte dir den Schädel. Ich habe die Axt in der Hand, um das gleich wieder wegzureißen. Ach so. Ah, das geht schon. Ach, guck mal, wie hübsch. Ich hab dir auch was mitgebracht. Willst du haben? Da. Cool. 32, Wahnsinn. Ja, die anderen 32 hab ich. Wenn ich sie dir einzeln zugeworfen hätte, hätte ich gesagt, komm, wir spielen 32, heb auf. Also es sind jetzt Sachen hier vorgefallen gerade eben, wo ich sagen kann, ja, sie hat recht, aber dafür hätte ich das Mikrofon nicht ausmachen müssen. Ging ja gerade nochmal schön um die Blumenwiese da und dem Feuerzeug. Da kriege ich doch von meinem Weibchen hier glatt gesagt, naja, wenigstens sehe ich die Blumen ja in Minecraft, ich habe ja schon lange keine mehr gekriegt. Da haut sie dir die nassen Socken um die Ohren, weißt du? Ja. Ist ja unglaublich. Und ich hab so geübt hier. Ich geb mir so Mühe, weißt du? Naja. Ich habe den Wink mit der Messlatte verstanden. Es war kein Zaunfall. So. Kann man das so anbieten oder kann man das so nicht anbieten? Doch, das kann man anbieten. Das ist wunderschön. Ich habe richtige Freudentränen geweint gerade. Ganz still, heimlich und leise. Aber doch, das kann man anbieten. Schade ist, dass man in Minecraft keine Stufen aus Glas machen kann. Dann könnte man schöne Dachfensterchen reinmachen. Und transparente Treppen. Ah, es sieht leicht unförmig aus, habe ich so den Eindruck. Hast du hier irgendwas? Nee, du hast... Ah, da. Ja, wunderbar. Ja, perfekt. Sehr schön. Ignoriere einfach meinen letzten Kommentar, so wie immer. Pling. So. Wir befüllen die Öfen nochmal mit so lustigen Sachen.
Da packen wir mal Ding, 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 Ding. Hin. Kohle müssten wir langsam mal wieder organisieren. Jo. Das könnten wir mal tun. Zerrapp. Zerrapp. Ich war ja jetzt besonders clever, habe ich gerade gesehen. Ich hätte vielleicht diesen Ofen auch noch befüllen sollen, ich Honk. Flank. Flöpp. Fertig. So, 8 Öfen brennen, jeweils mit einem Stack voll Lehm. Ich kann mir noch nicht vorstellen, was das Gebilde hier darstellt. Auch mit den jeweiligen zweimal Erdklümpchen hier. Das musst du mir vielleicht nochmal versuchen, irgendwie näher zu bringen. Welches Gebilde? Ja, das Gebilde da oben. Das war nur zum Ausprobieren, wo ich die Betten unterbringe. Und wie? Ach so. Und du willst gleich 3 Betten unterbringen. Was ja richtig ist, da wir ja noch eine dritte Person dazu holen wollen. Ich habe da schon mal ein bisschen weiter gedacht, ja. Ja, das ist doch schon mal in Ordnung. Eine Gästekohle, ja. Ja, und jetzt brauchen wir noch das passende Update. In deinem teuflischen Plan. Aus den Erdblöcken müssen wir Betten machen. So. Meinst du so? So in etwa. Oder einen weiter vor? Etwa. Aber ich hatte eigentlich auch wieder an die... Weil die kann man auch zur Not hierhin platzieren. Sozusagen die persönlichen Kisten. Ja. Wo jeder seinen Kram dann reintun kann. So, meinst du? Ich hätte mich ins mittlere Bett gelegt. Jetzt hast du mir meine Fackel zerstört. Ach so. Oder so, genau. So können wir es auch machen. Natürlich. Oder doch eins weiter vor? Ich glaube, eins weiter vor ist doch besser. Oder? Ja, das ist okay. Und dann hier halt die... So, ja. So würde ich die Kisten platzieren. Das geht. Das wird ja schon wieder dunkel da draußen. Das ist ja unglaublich. Na, dann kann man sich doch direkt mal in die Kruje packen. Direkt mal einen verpufen. Suchen Sie sich mal eine aus, junge Frau.
Das habe ich mir gedacht. Zack. Da-dam, 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 da-dam. Und rin. Raus. Und wieder rin. Wieder raus. Ach, da war's. Hup. Was machst du denn für komische Geräusche? Oh, das dauert noch. Aber schön sieht's aus. Weißt du, was hier noch hin muss? Das werde ich jetzt mal probieren, sofern wir das denn noch haben. Haben wir auch noch. Sehr schön. Es ist ein Traum. So wunderschön. So. Da kann ich mir gleich noch eine mitnehmen. Und dann einmal hier reinhopsen. Ja, und in diesem Raum halt, wie gesagt, hatte ich mir gedacht, da packen wir Portal und sowas rein. Und vielleicht die Central Station für die U-Bahn in verschiedene Bereiche. Das dauert noch einen Moment. Zack. Ach ja. Kling, 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 kling.